weiteren Folge. Ja, hupt man nicht. Auf der nordfriesischen Marsch. Die machen einen Stress hier. Wir sind aktuell dabei und ja, hup, hup. Und sammeln Stroh. Um die Sache ein bisschen zu beschleunigen, haben wir uns, habe ich mir jedenfalls einen zweiten Anhänger gekauft und einen leistungsstarken LKW. Hoffe natürlich, dass da entsprechender Zug hinter ist. So, die Vergleichswerte natürlich erst einmal voll sind. Ja, gut. Kann man noch nicht sagen. Mal vergleichen, wenn er voll ist. Ist ja noch nicht der Fall. Vom Lenkverhalten her, naja. Muss ich mal sehen. Wenn wir eine längere Straße fahren. Ob da Eier drin ist oder nicht. Jedenfalls müssen wir erstmal den ersten Hänger nehmen. Dann laden wir mal was auf, ne? Das ist doch was. Ich glaube, die Lenkung habe ich gleich. So ist das auch nicht schlecht. Gut, ich gucke immer ein bisschen blöd daher. War ich dann zum Spiel schaue, dann schaue ich zur Kamera hin oder so. Da wo ich sitze, und da sehe ich ja nichts. Ein LKW ist noch ein bisschen stärker. Ich meine, der ist ja nur gemietet. Von vornherein. Nur geht ja nur ums Testen. Wenn das Testen nicht klappt, mein Abgeben tun wir sowieso wieder. Aber wenn da nicht besser ist, dann können wir den alten noch behalten. Beziehungsweise können wir den anderen noch testen. Traktor wäre ja zu langsam. Die Entfernung. Der Umstall auf den zweiten Hänger umstellen. Das machen wir jetzt. Dazu. Das klappt schon mal. Schon mal nicht schlecht. Das war der LKW oder von der Straße. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, dann hol den Ball näher. Siehste. Also ich finde am zweiten Hänger super. Dann können wir gleich viel mehr mitnehmen.
Aber einen dritten werden wir nicht nehmen. Das ist dann. Zumindest nicht reell. Ja, nicht in Australien. Oder in Nordfriesland. Da ist das so. Da kann man höchstens mit zwei Hänger fahren. Wo die Länge mir eigentlich auch schon mal ein bisschen zu lang vorkommt. Aber da gehen wir weg, ne? Dann wäre schon längst fertig gewesen. Gleich die beiden noch und dann fahren wir um die Ecke. Nehmen wir den mit. Aber ich muss feststellen, der hat zu tun. Jo, mit 37 km/h jetzt, knapp 39, 40. Also eins wüsste ich genau, wenn ich die alle per Hand aufladen müsste, dann würde ich den bis unterflügen. So, voll. Aber eine Variante wäre noch, den Stroh lose per GPS, Quatsch, per Kursplay zu fahren. Das wäre noch eine Möglichkeit. Das werden wir auch ins Auge fassen. Das linke Auge, das rechte ist egal, um ein bisschen nur die Arbeiten machen, die wir dann wirklich machen müssen. Bei der Vielfachkarte habe ich ja immer auch zwei Fahrzeuge fahren lassen mit Stroh. Das ist schon der Hammer. Verbrauch 109. Nee. Umdrehungszahl 1624. Mehr kommt nicht. So, fahren wir den Gramm. Ist schon der Hammer hier mit deren Beschleunigung lange braucht. Ja, die Aufnahme läuft. Tut mir nicht gut. Cool. Fast wie auf dem Schiff. Gedacht. Schon ein Hammer. Bisschen zu lang. Kommt rechts nicht rum.
Dann müssen wir links rumfahren, über die Wiese. Dann müssen wir das mal ein bisschen anders gestalten, wenn wir die andere Kreuzung nehmen. Ja, das ist schon einmal. Wenn der Radius ist, schon gewaltig. Aber ich hätte auch mit dem Rest rüberfahren können. Gewaltig, was er ziehen muss. Und wir haben noch ein Feld vor uns, oder so wie kürzer. Da kann ich mal sagen, da wird eine riesige Strohernte. Mal gucken. Jetzt mal schauen. Jetzt haben wir den Hänger verdient. Fast. Also der LKW ist auch noch ein bisschen schwach. Na gut, das ist ja die Ausnahme. Hätten noch gefehlt, die drei Autos vor mir. Naja, so. So geht's ja, wenn er geradeaus fährt, geht's. Nur wenn er korrigieren muss, das ist ein blöd. Oh, die Lenkung. Obwohl es geht. Vielleicht ein bisschen zu empfindlich. Wachstum, das regt mich auf. Hätte ich gern eins gehabt. Ich meine, wenn ich hier Feld 14 kaufe, dann da geht noch was. Mal gleich hier vorbereiten zum Aussaat. Das kommt das nächste. So. Aus der Hinrenge.
So. Sieht gut aus. Haben uns eine Fahrt gespart. So. Kurzer Blick mal ins Acker. Sollte alles weg sein. Dann gehen wir gleich rüber. Servicefahrzeug. Gleich. Hafer, Raps, Sojabohnen. Hopfen. Hopfen kann auch aussehen. Das ist gut. Und der muss ein Maisgebiss kaufen. Aber das sollte bis dahin kein Problem sein. Wir haben ja auch noch was im Lager. Verkaufen können. Verkaufen können. Das ist so fell. So. X. Gerste. Und wieder auf Hopfen. Naja, schlimm. In Dünger. So, meine Freunde, das soll's für die Folge gewesen sein. Ich sag mal Tschüss und Winke, Winke. Ich hoffe auch zum nächsten Mal.